Und falls ihr mit Brokkoli testen möchtet, da könnt ihr auch schon im April anfangen mit der Vorzucht, wenn ihr nicht bereits schon Pflanzen habt. Ich empfehle hier diese fasrige Variante. Wir kommen dem Sommer immer näher, die Tage werden länger, es wird wärmer und im April haben wir eine ganze Bandbreite voller Aussaaten, die wir tätigen können, damit wir im Sommer und auch später dann auch im Herbst eine richtig geile und reiche Ernte einfahren können. Von daher nimm schon mal ein Stück Papier und einen Stift in die Hand und wir gehen durch, welche Aussaaten du im April tätigen kannst. Die Radieschen keimen viel schneller auf. Folgende Kulturen können im Freiland ausgesät werden: Rote Beete, Mahngold, Pastinaken, Karotten, Radieschen und Radi. Ich nutze zum Beispiel sehr gerne die Mischkultur Karotten und Radieschen, einfach aus dem Grund, dass ich halt, wenn ich eine Linie Karotten aussehe und dazwischen Radieschen, die Radieschen keimen schneller auf, wachsen schneller und nach 4 bis 6 Wochen kann ich ja schon die Radieschen ernten, kann sie dann rausnehmen und dann sind in der Regel schon die Karotten aufgekeimt, haben so kleine Blättchen, Keimblätter schon entwickelt. Und dann weiß ich, in der Linie sind die Karotten, dafür sind ja die Radieschen da, einfach als Indiz, okay, da ist meine Linie Möhren und darum sollte ich halt die beikrautfrei alles halten, damit hier die Möhren super gedeihen können. Zuckerschoten und Rucola sind auch möglich, genauso wie Salat, den könnte man zum Beispiel auch, wenn man welchen vorgezogen hat aus dem März, dass man den schon direkt ins Beet reinsetzt, wenn der jetzt dann fertig geworden ist, fertig pikiert und alles, also fertig vorgezogen, oder man kann die auch theoretisch sehen, direkt aussehen. Bei mir tut er sich zum Beispiel wild aussehen und ich würde es halt so machen, dass ich halt, wenn ich neuen Salat aussetze, den ich ja schon pikiert habe und schön Wurzelbein dann entwickelt hat und den dann ins Beet setze, dass ich hier wieder eine neue Schale an Salat wieder mit aussehe, damit der halt hier in den nächsten 4 bis 6 Wochen wieder groß wird, dann pikiere ich ihn wieder, damit sich ein schöner Kreislauf etabliert und ich hier kontinuierlich Salat ernten kann. Das gleiche kann übrigens auch mit Kohlrabi angewendet werden und im April sollten wir unsere Freunde die Bienen, Insekten und Schmetterlinge auch nicht vergessen. Hier können wir schon spezielle Blumenmischungen auch wieder mit aussehen an unserer Streuobst- bzw. Wildblumenwiese. Dann kommen wir zu den Kulturen, die man am besten vorziehen sollte. Manche immer noch im Haus, weil es im April dann doch in der Nacht noch ziemlich frisch sein kann. Und das sind halt dann wärmeliebende Kulturen. Andere könnte man theoretisch auch draußen die Schale stehen lassen. Zum Beispiel Kohlgewächse wie Brokkoli, Blumenkohl, Lauch. Raussetzen, zum Beispiel Blumenkohl, Kohlrabi, Spitzkohl, Weißkohl, Rotkohl. Wenn es zu stark frostet, dann könnt ihr da eventuell mit einem Vlies abdecken, sollten die in der Regel aushalten können. So mache ich das zum Beispiel mit Erfolg. Rosenkohl, Grünkohl oder auch Palmkohl tue ich auch in der vorgezogenen Variante gerne schon im April bei mir raus in die Beete reinsetzen, damit ich auch schon hier vorm Frost im Oktober die ersten Ernten zum Beispiel vom Grünkohl einfahren kann und hier auch meine Kunden zum Beispiel verkaufen kann. Je später man die ins Beet setzt, zum Beispiel im Mai oder im Juni, desto später geht es dann hinten raus in die Winterernte rein. Im Haus oder im geschützten Ort sind zum Beispiel noch Tomaten in der Voranzucht möglich, Sellerie, Fenchel, Kürbisgewächse fängt da erst an, also Gurken, Melonen, Zucchini und Kürbis. Optimaler Zeitpunkt dafür im April. Bohnen wie meine rankende Feuerbohnen oder auch Buschbohnen werde ich einen Teil auch schon im April vorziehen, damit ich im Mai schon mal etwas größere Pflanzen habe und dann auch zusätzlich im Mai später noch eine Direktaussaat von den Bohnen machen werde. Unsere geliebten Kräuter dürfen auch nicht fehlen, wie zum Beispiel Petersilie, Basilikum und auch Dill. Die kann man auch dann später als Unterbepflanzung bei den Tomaten mit einpflanzen. Vor allem Basilikum oder auch Petersilie würde ich da dementsprechend empfehlen. Und falls ihr mit Brokkoli testen möchtet, da könnt ihr auch schon im April anfangen mit der Voranzucht, wenn ihr nicht bereits schon Pflanzen habt. Ich empfehle hier diese fasrige Variante. Dann kommen wir zu bereits vorgezogenen Pflanzen, die ihr im April auch schon ins Freiland mit raussetzen könnt. Darunter gehören zum Beispiel bereits vorgezogene Kartoffeln. Bei mir habe ich es schon im März angefangen, 4 bis 6 Wochen vor, damit die Triebe sich bilden. Und Mitte April werde ich die zum Beispiel bei mir in die Erde mit reinsetzen. Da auch wieder schauen, je nach bei eurer Klimabedingungen, wie es mit dem Kartoffeln passen, es sollte nicht noch bei euch zu spät frosten. Hier gibt es ja eine nette Bauernweisheit, im April komme ich dann, wann ich will und im Mai komme ich gleich. Die meiner Meinung nach gesündere Variante, und zwar die Süßkartoffel, könnt ihr auch schon im April in Kübel reinsetzen, wenn ihr das nur vorhabt, weil dann könnt ihr auch die Kübel immer wieder in einen geschützten Ort reinstellen, wenn es zum Beispiel frostig sein wird. Also das heißt, ihr könnt dann theoretisch gesehen die am Tag rausstellen und dann in der Nacht irgendwie
bei euch in die Wohnung, ins Haus oder in die Garage zurückstellen. Sonst könnt ihr auch Schnittlauch, vorgezogene Zwiebel, Fenchel und auch beide Selleriearten im April mit raussetzen. Auch hier wieder, wenn es bei euch zu stark fröstelt, eventuell mit einem Vlies abdecken oder auch eventuell warten. Ihr könnt auch schon mit den Blüten beginnen, wenn ihr zum Beispiel einen Gewächshaus oder Folientunnel habt, eventuell dort schon Tagetes mit reinsetzen, kletternde Kapuzinerkresse, da auch wieder achten, die hassen wirklich Frost, also die gehen dann sofort ein. Oder auch mit Borage könnt ihr da auch schon anfangen, die vielleicht bei euch in die Beete mit rauszusetzen. Bei mir tun sie sich zum Beispiel wild ausdehnen und das auch schon im April. Im professionellen Anbau oder wenn ihr einen gut isolierten Folientunnel bzw. ein Gewächshaus habt, da könnt ihr auch schon eure vorgezogenen Tomaten, Paprika, Chili, Auberginen mit reinsetzen. Manchmal habe ich auch schon im April Gurken reingesetzt. Wenn es wirklich mal fröstelt, decke ich die zur Not mit einem Vlies oder mit einer Folie ab. Haben sie alle ziemlich gut überstanden. Eine gewisse Erfahrung und eine Sicherheit. Als reiner, blutiger Anfänger, der jetzt nicht zum Beispiel Gewächshaus oder Folientunnel zur Verfügung hat, würde ich dann nochmal mit den Auspflanzungen von wärmeliebenden Kulturen noch etwas warten. Mein Bauernfreund zum Beispiel hat schon Mitte April Zucchini in seinem Folientunnel mit reingesetzt. Okay. Oder auch draußen auf seinem Kompost, der mit Steinen umrandet ist und auch hier eventuell mit Vlies abgedeckt, falls es wirklich mal zu starken Frösten kommt. Und wir haben das letztes Jahr auch ziemlich gut überstanden. Für mich ist der April die allerletzte Eisenbahn, um halt auch hier Kübelpflanzen mit in die Erde zu bekommen, beziehungsweise auch Stecklinge, weil der April in der Regel noch sehr regnerisch ist. Und je weiter wir im Mai und Richtung Sommer gehen und wie es halt bei uns jetzt hier in Deutschland ist, eine starke Dürreperiode und ich möchte meine Pflanzen nicht unnötig gießen. Deswegen April haben sie noch genug Zeit, um halt die nötigen Wurzeln zu bilden, um mal an den heißen Sommertagen durchzukommen. Darunter zum Beispiel Oregano, Esskastanien, Johannisbeeren, Trauben. Diese Kulturen findest du unter anderem auch in meinem Shop. Den findest du unten in der Videobeschreibung verlinkt oder auch auf meiner Webseite. Kannst du auch gerne vorbeischauen. Jetzt sind wir am Ende des Videos angekommen. Sofern dir dieses Video Mehrwert gegeben hat, gerne einen Daumen nach oben geben. Gerne auch unten in die Kommentare schreiben, wie weit du mit der Vorhandzucht bist, welche Aussorten du jetzt bereits getätigt hast, auch in den vorigen Monaten und wie weit deine Jungpflanzen momentan stehen, beziehungsweise ob du überhaupt angefangen hast. Würde mich sehr gerne interessieren. Kommentier es doch mal gerne herein. Wie bereits erwähnt, schau auch gerne auf meiner Webseite vorbei. Findest du auch meine Coachings und Kursangebote, wenn du halt tiefer in die Thematik Permakultur, Selbstversorgung und Autarkie gehen möchtest. Da findest du auch weitere Beiträge zu meinem Blog. Sonst empfehle ich dir mein Video, wie du unter anderem deine Jungpflanzen richtig abhetzt, damit die Vorhandzucht nicht für die Katz wird oder auch wie man Tomaten richtig pikiert. So, in diesem Sinne würde ich mal sagen, gehst du jetzt raus in den Garten, machst deine ersten Aussaaten, damit du im Sommer mal eine reiche Ernte aus deinem eigenen Garten hast. Denn nichts geht mehr über frisches und gesundes Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten.